schön, dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Heute geht es mal um Personen beschreiben. Und zwar braucht man dafür oft das Verb ser, sein, und auch das Verb tener, haben. Ein paar Beispiele. Teresa ist eine kleine Frau. Teresa ist eine kleine Frau. Teresa es una mujer baja. Teresa es una mujer baja. Teresa ist schlank. Teresa ist schlank. Teresa es delgada. Teresa es delgada. Sie ist hellhäutig und sie hat blonde Haare. Sie ist hellhäutig und sie hat blonde Haare. Tiene la piel clara y el pelo rubio. Tiene la piel clara y el pelo rubio. Sie ist blond und hat lange Haare. Sie ist blond und hat lange Haare. Es rubia y tiene pelo largo. Es rubia y tiene pelo largo. Sie hat blaue Augen. Sie hat blaue Augen. Tiene los ojos azules. Tiene los ojos azules. Sie trägt eine rote Jacke und schwarze Hose. Sie trägt eine rote Jacke und schwarze Hose. Está usando una chaqueta roja y pantalones negros. Está usando una chaqueta roja y pantalones negros. So, das war heute ein kurzes Hallo. Muchas gracias. Hasta mañana.